Hallihallo, hier ist wieder Korasu. Wir sind zurück in Fallout 76. Nach einer kleinen Aufnahmepause für mich. Ich überlege gerade, wo sind wir? Ah, da ist Red Rocket. Genau, da haben wir aufgehört. Essen, trinken, bam, bam, bam. Na gut. Na gut. So, nee, da eben nicht, sondern. Oh, da ist jemand in der Nähe. Hallo! Keine Ahnung. Ja, ich hätte mal einen Blutwürmer. Okay, das hört nicht auf, wenn man zwischendurch mal weg ist. Ist hier sonst noch irgendwo jemand? Ich schau mal kurz. Ich suche mal so nach größeren Gruppen. Weil mich würde es interessant finden. Bis jetzt sehe ich wirklich immer nur sehr viel einzelner Spieler. Vielleicht mal so zwei. Hier zum Beispiel. Das sieht mir nach einer Zweiergruppe aus, ja. Aber ansonsten haben wir echt selten Gruppen. Das finde ich echt seltsam. Dafür, dass es eigentlich doch schon mehr oder weniger ein gruppenorientiertes Spiel ist. Mal dahin. Hat man selten Gruppen. Signal gefunden, Signal verloren. Na ja, gut. Das Ding ist zu. Schade. Nicht zum Looten für mich. Ich musste. Dass ich immer da aufdrücke. Ich komme noch nicht damit klar, dass das eine dort ist. Hey, muss ich echt dahin? Ich bin gerade. Ne, das ist aber der Flughafen, ne? Ja. Nix Flughafen. Was ist das denn? Ah, meine Camp. Okay. Die ist automatisch wieder da, oder was? Weil ich das jetzt gut finde. Nee, warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Hä? Muss ich nicht. Doch. Ah, das sind so versteckt, sieht man nicht. Okay. Muss aber zur Universität, so wie ich mir dachte. Ein wilder Ghoul. Hier sind ganz viele wilde Ghouls, wenn man genau schaut. Da stehen sie auch schon auf. Ah, butz. Okay, zog jetzt ein bisschen nach. Passiert schon mal. Ey. So nett. Wieso kann ich nicht schlagen? Jetzt. Jungs, könntet ihr mal kurz bitte. Ach, komm schon. So. Da. Da hinten sind noch Verbrannte. Oh Mann. Ich weiß ja alles voll mit Gegnern, ne? Na gut. Ist vielleicht auch nicht einfach die richtige Waffe. Aber irgendwie hatte ich nicht eine. Genau, die hier. Die habe ich scheinbar noch nicht im Schnellrad. Warum auch immer. Na gut, jetzt haben wir sie. Das war die Schule. Und der gehen wir mal vorbei. Wo ist? Achtung, Responder. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Dolce sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Eintopf. Die Maschine macht einen Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. So. Der Mann geht zwar auch zur Universität, aber ich will mal nicht da lang, weil da weiß ich, sind die eine Menge Gegner. Liegt da was? Ja, Schrotpatronen. Und 10mm Patronen. Die können wir auch gebrauchen. Hier ist nämlich auch irgendwie das Responderzeichen, sehe ich gerade. Tür unzugänglich. Lagerraum, Status. Was ist denn hier? Lass mal gucken. Responderlagerraum. M3. Verriegelt. Ha. Vielleicht können wir den irgendwann freimachen. Ich bin ja mal gespannt. So. Ich höre hier auch jede Menge Schritte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich hier rein möchte. Ich gehe einfach mal weiter und tue so, als wäre da nichts gewesen.
Ja, ich leide an Blutwürmern, ich weiß. Ich weiß doch. Musste mich an meine Krankheit erinnern, weißt du? Ich betrete Eventgebiet. War das nicht schon eben? Ach, das ist das Ding da hinten. Okay. Hä? Hallo? Okay, jetzt. Ich weiß, wenn ich gehe, werde ich keine Belohnung erhalten, aber ich weiß nicht, sollen wir die Events immer machen? Oder was heißt immer machen? Zumindest einmal machen. Aber wenn ich überlege, gibt das rein, ich weiß gar nicht, wo wir das Ding hinkriegen, herkriegen, Zutaten, egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Worldtech-Universität, denn das planen wir eigentlich schon seit, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Folgen, bis wir gemerkt haben, hey, wir müssen da gar nicht rein, sondern zu Highschool, und dann waren wir da und haben gemerkt, hey, jetzt musst du doch zur Universität. Wir haben es nicht leicht. So. Ich frage mich echt, wie weit mich das Ganze führt. Obwohl ich die ganze Welt oder irgendwann die Geschichte aufhört mit unserer Aufseherin. Dafür was anderes vielleicht kommt. Ich höre hier schon Dinge, aber ich weiß nicht was. Und das macht mir Sorgen. Hast du ihn wegen gesehen? Nein? Okay. Hallo? Da haben wir direkt sogar die Audio-Ding, dann tun wir das direkt mal uns anhören. Und es ist immer noch der Bug, dass da einfach nur kommt. Super. Ja, sagt aber schon von wegen nächste machen. Persönliches Aufseher-Tagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Worldtech. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia wird... Oh, es hat es beendet. Oh, Mann. Persönliches Aufseher-Tagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Worldtech. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Ward 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein. Was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja. Eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das schulde ich Evan. Mist. Wie, was nach Hause zu gehen? Achso, nee, weil das eine war das Elternhaus, nicht ihr Haus. Jetzt geht sie wahrscheinlich zu ihr Haus. Also, ne? Reingehen vier Wände sozusagen. Och man, die führt uns wirklich hier quer durch
Fall doch einfach um. Neues Rezept. Nehmen wir doch gerne mit, ne? Jede Menge verbrannter Bücher und das war's auch schon wieder. Okay. Eine ziemlich kleine Universität bis jetzt. Sehr überschaubar. Eine Tür. Okay. Eine Deko-Tür. Also hier geht's abwärts. Da geht's raus, oder? Ja. Achso, da haben wir das Tonband her. Okay. Eine Walltür, eine Pip-Frau und ein Pip-Boy. Also Pip-Girl? Was ist die weibliche Form? Ernsthaft jetzt? Pip-Girl? Oder Pip-Woman? Weil es ist ja nur Pip-Boy und nicht Pip-Man, also. Ha. Das befreit mich jetzt wirklich ein bisschen. Na gut, lassen wir das einfach mal an der Stelle. Automatische Zentrifugen. Ja. Nicht eingeschaltet. Automatische Forschungseinrichtung. Was ist denn das hier? Okay, alles gelöscht. Gelöscht. Automatische Zentrifuge und Terminal dazu. Okay. Vielleicht braucht man das später irgendwann mal? Ha. Rüstung herstellen, machen wir jetzt mal nicht. Hier ist scheinbar wieder ein bisschen weniger los, hä? Was ist da? Stay fit, stay focused. Hard work is heavy work. Okay. Ist okay, wenn ich mich mal von deinem Bleistift bediene, oder? Hm? Hör mal. Zugehauen. So, Fitness. Hier ist Fitnessraum. Da brauchen wir natürlich immer Rollerbase drin, das ist klar. Wie alle wissen, beim Trainieren wird man gerne mal relativ verstrahlt. Jetzt sagt nicht, ich kann hier trainieren. Oh, doch. Gibt es da auch dann einen Bonus-Perk drauf, wenn ich lang genug mache? Heißt, bei der Musik gab es ja sowas. Vielleicht gibt es das ja hier auch. Wir warten mal kurz. Ich bin echt mal jetzt neugierig, ob es da was gibt. Nächste Tabu in Welsch. Okay, in Welsch müssen wir dann. Nee, scheinbar quasi der nix. Okay, dann lassen wir das. Also sind auch direkt die Duschen, Alter. Was sind das für Zustände? Ah, 20 Pfund handeln müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Oh, eine Jukebox. Nee, ich wollte das Lied da. Ich wollte das. Ich wollte das andere Lied. Na gut. Für die nächsten, die hier kommen, die haben ein bisschen Musik. So. Eine Vault? In der Vault-Universität? Ist, okay. Eine Übungs-Vault oder so, ja. Zum Veranschaulichen, ne? Ha. Okay. Energieterminal.
Wahrscheinlich kann man die Dinger wirklich irgendwie hochfahren, wieder nutzen. Vielleicht klappt dann oben auch diese Brummanalyse, aber wozu? Das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Wozu? Okay. Es geht noch eine Etage tiefer da hinten. Was ist das hier? Simulations-Vault-Eingang benutzen. Okay. Ich bin schon wieder fast überladen, ne? Hier haben sie echt eine kleine nachgebaute Wort drinne. Ha. Ha. Mr. Handy, hier ist sogar Mr. Handy drinne. Sprengkapselbox, okay. Lehrerpulte. Technische Daten, das war doch mal das Zeug, was wir für andere mal sammeln mussten. Mal sehen, ob wir es wieder für andere sammeln oder für uns diesmal. Ich habe das Gefühl, diese Einrichtung wurde mehr gepflegt als alles andere. Klar sieht man hier Rost. Okay, zwar sieht man hier Rost und sowas, aber keine Gegner, kein Blut. Erforderliches Skill 3. Alter, was muss da drin sein? Ja, okay, meistens ist es gar nicht so doll, wie wir gehofft haben. Aber. Mr. Handy. Ah, nur Mr. Handy. Hallo. Okay. Hier wird es schon ein bisschen edler. Die Musik hier drin gefällt mir aber nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unzugänglich. Okay, Waschräume. Musik ist mir ein bisschen zu bedrückend. Okay, hier sieht schon ein bisschen ramponierter aus. Das ist jetzt schon ein bisschen realistischer für das, wie es aussehen müsste. Ja, das hier finde ich schon realistischer. Okay. World Simulation im Progress laufen, aber. Ich glaube, das, naja, lief nicht so wirklich, ja. Ich weiß nicht, bis zu Ende. Gut, was geht denn noch mit? Hier geht's dann auch wieder raus. Ja. Ich weiß nicht, dafür, dass es eine simulierte World ist, müsste hier nicht irgendwie ein bisschen mehr, weiß nicht, vorhanden sein? Weiß nicht, irgendwie. Loot oder so, weiß ich nicht. Ich finde bis jetzt echt ein bisschen, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen enttäuschend, aber. Zur Universität, hier muss doch sonst was alles sein, außer ein paar Mr. Handys, die mir immer noch Angst machen. Hey. Ja, lass deine Arme da, wo sie sind. Da, wo sie sehen kann, nämlich. Ui, dieses Kätzchen. So. Was ist da? Nix. Okay. Nicht aufgelassener Kickball. Ich glaube, sowas brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und ich bin überladen. Es gibt's da nicht. Wie kriege ich das immer hin? Indem ich einfach jeden Scheiß mitnehme. Ja, das stimmt allerdings. Oh, Gasmaske. Warte mal.